Guten Tag zum neuen Vlog. Heute geht's um Let's Go. Dieser Vlog, ich gehe mal wieder ein bisschen shoppen in der Stadt. Ich gucke nach Schuhen, gucke nach ein paar T-Shirts für den Sommer. Wird richtig wild. Heute ist Samstag, 2.4. Heute ist auch der Geburtstag von Trimax und Mickey. Für wen wart ihr? Ich war für Trimax. Schreibt's mal rein. Und ciao, ciao. Bis später, wenn's losgeht. Shoppen, let's go. Leute, jetzt geht's los shoppen. Ich komm einfach nicht runter, ja, wow. Super. Dieser Kackfahrer. Mich auf. Wir haben nur Pech. Wow, 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 wow. Die Leute sind jetzt da, jetzt geht's erstmal was essen, weil ich habe mega, mega Hunger. So, danach geht's schon, es waren nur so viele Autos raus, es war so abfuckt, wir kamen nicht rein. Wow. Wir essen lecker Apfelschorle, super. Asiatisch. Lecker. Essen war lecker, war super. 9 von 10, 8 von 10. Jo, ich bin hier bei Titus. Chillo. Oh, nee, weiß ich nicht. Das hat was, weiß ich auch nicht. Guck mal, noch ein bisschen. Hier probier ich mal an die Skat. Das sieht sehr klasse. Ich glaube, auf diesem Rot richtig cool. Wir sehen uns jetzt alles. Sag mal rein, wie findet ihr das? Skat, ich feier's. 10 von 10, das ist gut eigentlich. Aus mehr ist war ja runtergesetzt. 59 auf 20 macht man nicht viel falsch. Ja, würde ich sagen. Musikbild. Wir sind hier im Schulland, aber hier gibt es kaum Männerschuhe. Ich finde aber nichts. Unten. Ich suche so nach Bands. Ich bin jetzt im H&M. Bei Footlocker nichts gefunden, bei Deichmann auch nicht. Schuhe gibt schlecht aus, halt entweder zu teuer, find nichts oder so, das ist richtig scheiße. Jetzt geht's bei H&M, ich gucke hier mal ein bisschen rum. Let's go! Da hinten, guck mal. Ich weiß, ich habe keine Brille auf, aber ich wollte die mal kurz wegstecken. Ich weiß auch, H&M ist fast da schon, aber hier ist mein Outfit. Panel zu den Hose, Nike-Schuhe, Six-Man Bag, let's go! Eigentlich noch ein Hemd, aber das hier, Digga, wie teuer ist das? 5 Euro, chillig. Vielleicht kaufe ich mir das mal um. Ende des Jahres kommt auch noch mal, was ich mir gekauft habe. Das Hemd hier, diesen coolen Grün, 5 Euro mit dem Tigerwelt. Gibt auch coole Pullis, aber Pullis im Sommer macht keinen Sinn. Hier so ein Fischerhüte, der sieht von hinten scheiße aus, aber es ist voll übelst geil. Ich habe jetzt auch einen aufgezeichnet, ich nehme auf 3. Für den Sommer wild, komm. Ich bin auf so einem Safari-Trucker. Ich bin hier nur mit kleinen Mundbrillen voll von diesem Essen. Ich habe mir mal Lust geschossen. Dieser Hut, ich nehme entweder den oder den, muss gucken, wie ich besser passt. Ich bin hier so abgepackter Look. Den hier feiere ich, den und den und den. 10 Euro geht voll. H&M hat für H&M richtig gute Sachen und die haben auch Kieselring und so. Ich habe auch für viele coole Pullis und das Wetter gefunden. Im Sommer macht keinen Sinn, ich habe genug. Das hier feiere ich etwas härter Stoff, aber stay smiley. Ja, wir sehen, wenn ich ein, zwei Sachen habe. Als erstes guckt ihr das Stay Smiling T-Shirt, das Oversized. Weiß ich noch nicht. Ich teste es von den anderen auf. Das ist einfach nur wirklich nochmal größer, ist aber kleiner. Das hat was. Muss gucken. Das ist das nächste Ballett-TV. Okay. Mit dem Tiger. I don't know, ich glaube, ich nehme es mit. Alles zusammen mit 50 Euro geht ja noch. Das war's von den T-Shirts, aber ich weiß nicht, ob ich mal anholen soll, weil ich habe ja auch schon eins im Car. Deswegen. Und zu Snipes gehe ich auch noch. I don't know. Das ist mal der Hut. Einmal der hier. Oder der hier. Ne, ich nehme den anderen. Bin ich mir sicher. Den hänge ich zurück. Sehen uns gleich. Bye. Die Vans, da sehe ich mal gerade an. Jo Leute, hab Schuhe gekauft, also Schuhe bekommen von meiner Oma. So Vans, später zeige ich euch nochmal alles, die sind richtig cool aus und so weiß. Kommt hier mal ein kleiner Einblick vom Titusland. Like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You
move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Das habe ich auch. Hier, Tüte. Irgendwie ist das aus dem Lauf, bitte. Jetzt bei Snipes. Hier geht es okay aus, weil coole Pullis, aber ich brauche keinen Pulli. Hier, Leute, dieser Vlog mit Verkämpfen ist richtig wild. Mickey Mouse, schau mal, die das von hinten auch wild. Das sind 33 Euro, G. Ich kaufe mir wahrscheinlich nicht, aber egal. Jetzt ist wieder normal, nicht mehr so dieser Filter. Die Sorgen bitte. 19.30 Uhr, bin wieder zu Hause, war seit 15.30 Uhr oder sowas unterwegs. Meine Ausbeute zeige ich euch gleich. War alles sehr, sehr cool. Richtig viel Geld ausgegeben, also meine Oma. Nochmal danke, falls du es siehst. Jetzt chill ich ein bisschen, guck den Boxkampf von Trimax und Mickey. Und ciao, ciao. Ja, der Kaffee. Karamell Macchiato in warm. Schmeckt lecker. Boah, yo, Leute, was geht? Bin wieder back. Ja, ich hab Samstag und Sonntag mich nicht gemeldet, weil Samstagabend wollte ich den Boxkampf von Trimax und Mickey gucken. War richtig wild. Glückwunsch, Trimax. Richtig gut gekämpft. Von mir aus heute reagiere ich auch neun Boxvideos. Wird nicht wild und gestern kam auch schon die 10 raus. Aber von mir aus ist es Montag, 4.4.15.30 Uhr. Von euch aus entweder. Jetzt stelle ich euch mal alles vor, was mir in der Stadt so gekauft hat. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Ich hoffe, sie sind auch gut gelungen. Ich habe immer noch nicht angeguckt. Die Klamotten, richtig wild. 5 T-Shirts, Hut, Ringe. Waren auch relativ teuer, die Sachen. Alles zusammen mit 150 Euro. Den kleineren Sachen an und dann steigern wir uns zu den großen. Wir fangen an mit den Ringen. Die hole ich mal. Von allen Sachen werden natürlich auch die Lidl-Schutz eingeblendet. Das ist logisch. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wie ihr die jeweils findet. Ich hoffe, euch gefallen die. Ich nehme hier mal vor mir alle Ringe auf den Tisch. Das war so ein 10er-Pack von H&M. Ich weiß, H&M nicht so gut, aber die sehen so ein bisschen oldschool aus, etwas älter, so etwas abgerannt schon. Wenn man die mega lange trägt, fährt sie auch leicht grünlich ab. Aber ich hatte schon mal Ringe, eine halbe Stunde schon, war meine ganze Hand grün. Deswegen, die sind besser. Größe S. Bei H&M habe ich mir auch relativ viel gekauft. Der eine ist so Wellen drauf, so drei verschiedene Wellen. So sieht deine Hand aus. Feier ich. Den habe ich bisher am häufigsten getränkt, der noch so schlicht ausgewaschenes Silber ein bisschen. Auch Silber mit so Kreisen und dann sind da so. Kenne ich nicht, aber sieht auch cool aus. Da gab es auch andere coole Ringe, aber die gab es nicht in S. Und M ist so groß. Der hier ist so Silber mit so Kacheln. Und der andere sieht aus wie so eine Kette, die man umhat. Der ist schon schwarz. Und hier noch schon ein bisschen Farbe, ja. Ist jetzt keine richtig hochwertige Quali, außer eins nichts. So, machen wir weiter. Übrigens hier, seht ihr ja schon diese Schuhe, die sind richtig wild. Hatte ich auch schon mal. Und natürlich mal auf zu. Ich greife irgendwas raus. Und das hier. Ihr seht schon, ich noch nicht. Das ist ein schwarzes T-Shirt. H&M, 10 Euro. Ich habe irgendwie 60 Euro und ein Euro vergeben. So schön weich für den Sommer. Ich habe ganz viele T-Shirts gekauft. Ich brauche jetzt erstmal keine Klamotten. Im Sommer gehe ich noch nach Romont shoppen. Da kaufe ich mir Socken. Ja, Nirvana, die Band. Feiere ich persönlich nicht so. Also T-Shirt feiere ich. Auch ist diese T-Shirt, obwohl ich die nicht feiere. Dieses blau-grüne. Es ist kein richtig hochwertiger Druck. Denn dieser Todesmagie, dieses rot-gelb. So. Ich stehe noch KMS, ja, so eine leicht geschwungene Schrift. Ich persönlich finde es cool. Hier tue ich die Sachen hin, weil die eine Wäsche auch ein T-Shirt. Ist richtig weich. 5 Euro. Hab ich mir gedacht, Schnappack, nimmt man mal mit. So ein grünliches T-Shirt. Auf der Brust ist so ein Tiger, der einen so anfaucht. Cool, Prinz, feier ich. Einfach auch schlicht so ein Tiger, der einen so anfaucht. 5 Euro, macht man nicht viel mit falsch. Und jetzt kommen wir zum letzten, nee, vorletzten Produkt von H&M. Ein weißes T-Shirt. Ich habe gestern das jetzt schon mal versucht aufzunehmen, da habe ich schon vorgestellt. Hinten Smiley Originals, so ein Patch, richtig cool. Smiley X H&M, hier hinten auch ein Patch. Vorne ist so eine riesige Smiley, der oben so geschnörkelt ist und unten richtig. Das ist richtig cool. T-Shirt so creme, finde ich persönlich richtig cool. Der Smiley ist so gelb, richtig knallig für den Sommer. Ich hoffe, es fliegen jetzt nicht gerade Bienen drauf. Hinten drunter steht Stay Smiley, sowas ist Stay Happy, nur Stay Smiley. Schlicht gehalten. Richtig
gut. Ich habe noch zwei T-Shirts. Alter, ich finde die schon gut. Wow. Das nächste hat 20 Euro gekostet, war runtergesetzt von 35. Finde ich okay für ein T-Shirt. Das ist einfach so ein rotes T-Shirt. Schon ein bisschen bessere Qualität als das grüne. Innen steht Carhartt Welcome Progress. Und dann steht da über die Brust so geschwungen, so Carhartt, in so einem blau 3D. Dieser 3D-Schrift. Richtig cool. Ich persönlich finde es cool. Macht man nicht viel mit falsch. Letztes T-Shirt, kommen wir zum letzten Mal. Habe ich auch selber was dazugegeben. Das teuerste von allen. Das war, wie teuer war das? 32 Euro. Wie das X Disney. Ohne so eine Mickey Mouse raus. Wie so Peace Eich. Und hinten ist so ein Wimmelbild sozusagen. Steht Adidas drauf. Rot. T-Shirt ist generell so rot-weiß. Finde ich cool. Dann noch so rot Palm. Steht dann noch so Disney. Dann so rotes Auto, wo Disney-Figuren drin sitzen und so. Nochmal dieses Peace. Persönlich ein cooles T-Shirt. Passt auch noch länger, wenn es etwas größer geschnitten ist. 85 Euro für die T-Shirts, so 5 Stück, finde ich auch hier im Durchschnitt. Oder 5. Dann kommen wir zum vorletzten Produkt. Hatte so einen Hutschuh. Ich habe ja auch einen roten Hut. Schwarzen, noch einen schwarzen. Ich habe ganz viele Fischerhüte. Der Hut finde ich persönlich cool. Größe M. Es gab auch noch Kordhut, den fand ich auch cool. Aber der war leider ein bisschen zu groß. Deswegen den hier finde ich besser. Auch von H&M. So ein rauer Stoff. Ich hoffe, man schwitzt nicht zu sehr da drin. War runtergesetzt von 15 auf 8 Euro. Völlig okay. Hier kann man gut im Sommer rocken. Macht man nicht viel mit falsch. Die Schilder muss ich hier noch alle rausschneiden. Das war schon von den größeren Produkten. 90 Euro. Und jetzt kommen wir zu dem teuersten Produkt. Man sieht hier schon diese creme-beigen Vans. Das hier typischer Vans-Karton. Vans of the Wall. Rote, braune Karton für die Vans. Größe 40. 80 Euro. Schon stabiler Preis. Ist es auch nicht ganz billig. Gute Schuhe, kann man nicht mal. Ich habe hier Einlagen, deswegen. Das hier war die Sohle, die da drin ist. Richtig cool. Ultra Cash. Papier hier drin ist auch cool. Ist also Vans auf dem Papier. Kleines Detail. Was ganz cool ist. Das war vom Karton. Diese kleinen Kartons. Ich habe hier noch einen. Hier hinten so große Tabelle. Kleines Detail, was ich feier. Persönlich feier Vans. Spannung steigt. Wir warten noch auf die Schuhe. Die Audio hat mir einfach ganz viele Sticker gegeben. Zeige ich auch mal ein paar. Mir einfach so viele Sticker gegeben. Was soll ich damit? Ich habe einfach zweimal diesen blauen K-Aufkleber. Richtig krass. Der sieht cool aus. Und schon ein bisschen zerknickt. Den großen und Mini. Finde ich cool. Dann sind safe alles irgendwelche Marken. Black River Tour. Nochmal diesen Blitz. Den habe ich jetzt auch schon dreimal. Das Knöpfen und so. Das finde ich cool. Mit Diamant. Den finde ich witzig. Fingerboarding Profit Bite. Also das, so Fingerskateboarding ist verboten, wenn man so richtig skate. Finde ich cool. Globe. Mit hinten mit dem Insta drauf. Zweimal. Ich habe ein paar meiner Freunde und so. Hier nochmal. Party. Finde ich cool. Projekt. Your Local Scene. Tito. Ah, dieser Orangene mit dem Orange. Das finde ich auch cool. Nochmal den. Und dann die hier nochmal. Einen kleinen Karten nochmal zweimal. Und dann den hier, den vielleicht. Den reflektiert so Glitzer. Karten nochmal in grün. Und der. Also irgendwie 30, 40 Sticker. Kann man was mit dem machen? Ein paar verschenke ich, ein paar schmeiße ich weg. Da klebe ich auf. Schuhe. Extra für das Skate, nehme die Skate-Sohle. Vans, weiß, ich weiß, wird schnell dreckig. Ich weiß, feier ich. Schnürsenkel, like, logisch. Braune Sohle. Alles so weiß gehalten. Hier der T-Shirt Vans. Swoosh, wenn man es Swoosh nennen kann. Vorne die Toebox, so richtig hart fürs Skaten. Die sind schon ein bisschen dreckig. Bin auch schon den einen Tag ein bisschen rumgelaufen. Heute wollte ich sie nicht anziehen, weil kein Bock, dass sie so dreckig sind. Schnürsenkel, weiß. Hier steht noch Vans of the Wall. Strichgolden. Hier drin steht noch Vans since 1966. Gibt's von den 1966? Wow. Innen ist so ein bisschen gräulich. So graues Material. Und hinten ganz klein noch. So eine Palme, so eine graue Palme und dann da hinten ganz Standard Vans of the Wall mit diesem Skateboard. Vans sind ja offiziell Skateschuhe. Die skate nicht richtig, aber die sind richtig krass. Und nochmal als Fazit, die Schuhe Größe 40, richtig krasse Schuhe, kann man gut rocken. Ist ja auch ein Fit-Video. Aber all in all, diese Schuhe sind sehr stabil. Ich war einmal bei Titus, die Schuhe hier gekauft. Dann war ich nochmal da. Ich war in 3 Schuhläden, da gab es einfach keine Auswahl. Die waren so richtig Bullshit. Und da habe ich mir die hier angeguckt. Vans. 80 Euro fand ich okay den Preis. Aber hochwertig verarbeitet, das ist coole Produkte. Was haltet ihr davon? Wie teuer war es jetzt? Weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen. Und ich. Das war jetzt irgendwie 160, 170 Euro billiger Preis. Aber das nächste Mal, wenn ich shoppen gehe, ist mit meinem Wow Extreme Dash. In Sommerferien wird auch wild. Ich habe einfach 5 Ringe an einem Hand. Wie beschissen sieht das aus? Lasst ein Like und aber da folgt mir überall und. Ich hoffe, euch hat dieses Video generell so gut gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.